Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triebenbacher, Börsentrainer aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T mit Maskottchen wie immer. Heute zum ganz wichtigen Thema und zum oft gefragten Thema: Ich möchte Muskeln aufbauen, möchte gleichzeitig Fett abbauen. Zwei Wünsche, zwei Hochzeiten, auf zwei Hochzeiten tanzen, klappt in der Regel nicht. Klar kann man natürlich in der Anfangsphase, je nach Körpertyp natürlich auch ein Stück weit Muskelmasse aufbauen und dazu gleichzeitig Fett zu reduzieren. Aber meine ganz klare Empfehlung ist, ich sollte bzw. man sollte Prioritäten setzen. Das ist egal bei welchen Vorhaben, ist egal was man macht, man sollte eine Prioritätsliste haben. Und auf der Prioritätsliste steht immer oben an Punkt Nummer 1 das, was mir am wichtigsten ist. In meinen Ernährungs- bzw. Anamnesebogen, was ich in meinen Beratungen, in meinen 1:1 oder im Online-Coaching erhalte, ist immer schön aufgelistet. Man hat schon so circa 50% aller Beraten haben oben drin stehen, was ist das Trainingsziel? Punkt 1, Punkt 2, dann haben sie meistens 2 bis 3 Punkte. Punkt 1, das, was immer ganz vorne steht, immer an erster Stelle, ist ganz klar, hat die höchste Priorität. Und somit steht manchmal an erster Stelle Muskelmasse aufbauen, Fett abbauen und hinten dran fit werden. Somit ganz klar, fit werden wir sowieso. Das ist was, was sowieso mitläuft, weil natürlich bedingt durch die Ernährungsumstellung, bedingt durch das Training, durch intensive Training natürlich klar der Fitnessgrad verbessert wird. Aber grundsätzlich weise ich dann darauf hin, pass auf, entscheide ich jetzt im Moment, was muss Vorrang haben. Muskelaufbau oder Fettabbau? Und da stellt es am meisten raus, dass die meisten sagen, ja klar, stimmt, du hast recht, eigentlich ist mir das wichtiger oder ist das mir wichtiger. Deswegen ist immer ganz gut, dass man hier ganz klar eine Aussage macht, die Priorität hat und sich dann für etwas entscheidet. Wenn ich Muskelmasse aufbaue, verhalte ich mich esstechnisch etwas anders, weil ich hier natürlich in der Regel leicht überkalorisch arbeite, das heißt etwas mehr Nährstoffe zuführe, muss zwangsläufig, damit auch entsprechend viel Energie da ist, um natürlich mit einer hohen Trainingsintensität zu arbeiten. Wenn ich in der Gewichtsreduktion arbeite, mir vorgenommen Gewicht zu reduzieren, dann habe ich in der Regel einmal natürlich ein anderes Trainingsverhalten. Ich habe in der Regel etwas höhere Wiederholungszahlen. Ich habe in der Regel natürlich auch Cardio-Training, je nach Körpertyp mit dabei. Und ich arbeite so, dass ich natürlich etwas weniger energieliefernde Kalorien zuführe, wie im Muskelaufbau in der Massezunahme. Somit passen die zwei Parameter nicht zusammen. Deswegen ist es ganz gut, dass ich mich für eins entscheide und erstmal eins mache. Oft kommen zu mir natürlich Menschen, die haben einfach zu viel passive Masse. Und dann steht der Wunsch Muskelmasseaufbau. Da mache ich eine Messung auf der In-Body-Waage, auf einer medizinischen Waage, und die hätten normalerweise die Norm, zum Beispiel bei 1,80 m, hätten die so maximal 39 Kilo Skelettmuskelmasse normalerweise, aber die liegen schon bei 44, 45 Kilo, haben aber im Körperfettwert um die 15 bis 20 bis zu 22-23%. Da ist es noch nicht sinnvoll, da muss es nicht sein, nicht unbedingt hier Muskelmasse aufzubauen, weil ja schon viel mehr Muskelmasse vorhanden ist, wie die Norm eigentlich vorgibt. Und somit wäre es ganz gut für denjenigen zu sagen, pass mal auf, du hast ja schon eine relativ hohe Muskelmasse. Jetzt bauen wir mal die Fettmasse ab, damit wir die Muskelmasse auch mal sichtbar machen. Da sitzen Leute gegen mir gegenüber, sind genauso groß wie ich, haben 20 Kilo mehr Gewicht wie ich und haben aber unten drunter auch die 43,5 Kilo Skelettmuskelmasse. Und da sage ich zu ihm, pass mal auf, hinter mir hängt ein Bild. Und genauso wie im Bild, die gleiche Muskelmasse hast du auch. Da kommen die großen Augen. Was, ich? Also ja klar, die Skelettmuskelmasse hast du auch. Da ist nur eine Fettmasse oben drüber, die müssen wir reduzieren. Was willst du jetzt machen? Weiter Muskelmasse aufbauen, weiterhin so aussehen wollen? Oder möchtest du deine Fettmasse erstmal reduzieren, um mal zu sehen, was ist da drunter? Da kommt oft die Ansage, du hast recht, weißt was, wir machen mal die Fettmasse runter und gucken, was runter ist. Danach arbeiten wir, wenn es noch vonnöten ist, im Muskelmasseaufbau oder wir arbeiten schwachpunkttechnisch in den Schwachpunkten, um das ganze Erscheinungsbild noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen ästhetisch zu gestalten, um einfach Ungleichgewicht in der Muskelmasse auszugleichen. Und so ist es immer ganz gut, wenn man was vorhat, dass man sich für eins entscheidet, für eine klare Entscheidung, entweder Muskelmasseaufbau oder Fettabbau. Beides zu mischen geht bis zu einem gewissen Grad, bei manchen Körpertypen, bei manchen funktioniert es gar nicht. Also meine Erfahrung in den letzten 30 Jahren, ganz klar Prioritäten setzen, wo geht es hin, was möchtest du, Muskelmasseaufbau
oder Fettmasseabbau. Klar, wenn er sagt, ich möchte Muskelmasse aufbauen, ist mit einem halben Kilo zufrieden oder mit einem Dreiviertelkilo, der kann beides gleichzeitig machen, nur sind die meisten natürlich da nicht damit zufrieden, sondern stellen sich größere Mengen vor, was bei dem einen oder anderen auch sinnvoll ist. Somit ganz klare Entscheidung, entscheide ich, was du möchtest, setze Prioritäten, wie bei allem anderen Leben auch. Jedes Projekt, jedes erfolgreiche Projekt, das gestaltet wird, ob es ein Hausbau ist, ein Flughafen, zum Beispiel, sollte eine Prioritätsliste haben, wann was gemacht wird, dann ist der Erfolgsquotient um 100% höher, wenn man keine Prioritätsliste hat. Das war's, Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, alias Mr. T, zum Thema Muskelmasse Aufbau und gleichzeitiger Fettabbau.